Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Siedler 2 Gold Edition. Jetzt habe ich da umsonst eine Baracke gebaut. Okay. Vielleicht kann der Steinmetz da ja hochlaufen. Schauen wir mal. Oder wir nehmen das hier mit ein. Weiß ich nicht. Kann auch sein. Ich meine, wenn wir das einnehmen, kann ich das alles abreißen. Dann habe ich wieder Soldaten zur Verfügung. Ich kann es aber auch einfach so abreißen. So, das hat hier nichts geändert. Ich kann hier immer noch kein Hafengebäude errichten. Vielleicht da hinten? So, überall zwei Offiziere. Kein Stein mehr. Ja, okay, da haben wir was eingenommen. Machen wir das Thema hier fertig. Du hast auch keinen Stein mehr, okay. Ja, das hat die Reichweite nicht mehr. Hier ist nochmal Gold. Das ist auch interessant, aber hilft uns nicht weiter. Da haben wir was eingenommen. Kann ich jetzt aber trotzdem nicht. Jetzt baue ich das Ding halt nochmal. Probieren wir es mal, ob wir dann hochkommen. Ich kann meine Maus wieder nicht bewegen. Ah doch, jetzt geht's wieder. Interessant. Zählt es auch noch als Gegner? Würde mich nicht wundern, wenn ja. Also mit einer der Gründe. Ah, jetzt kann ich sie wieder nicht bewegen, dann speichern wir ganz schnell. Und dann bringen wir das so weit voran, wie es nur geht. Da ist noch mein General. So. Was gibt es wohl hier oben? Immer wieder speichern. Jetzt kann ich meine Maus nämlich nicht weiter als bis dahin bewegen. Das ist auch schon mal was. Schön. Ah, diese Maus.
Und noch ein Stück rüber. So, jetzt kann ich da auch nicht mehr viel machen. Da muss ich wohl noch auf Soldaten warten. Jetzt kann ich allerdings auch nicht mehr speichern, dann können wir das auch so lassen. Bis gleich. Willkommen zurück. So. Das hatten wir. Hey, letztes Mal haben wir das hier gewonnen. Was passiert, wenn ich das jetzt nochmal lade? Würde mich jetzt interessieren. So, das machen wir wieder schnell. Jetzt haben wir wieder verloren. Es würde mich interessieren, nämlich. Ah, jetzt haben wir gewonnen. Okay, das ist nur fair. So waren wir nämlich vorhin. So, das wird hier jetzt auch verstärkt, aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Speichern wir mal nochmal. Mit einer der Gründe, warum ich hier jetzt den Gegner doch noch angreife und meine Soldaten sozusagen hier verschwende, ist unter anderem der, dass ich hoffe, dass es da hinten noch was gibt. Und meine Häuser werden sich dann ja nochmal umkategorieren. Also die werden die Kategorie Grenznähe ändern. So, der soll eigentlich auch nicht mehr Münzen bekommen. Nur noch der Turm soll Münzen bekommen. So. Vielleicht können wir hier jetzt dann auch gleich noch das letzte Rest Stein einnehmen. Oh, da ist ein General. Immer weiter angreifen. Es ist der letzte. Zusammen mit seinem letzten Lager. So, hier haben wir jetzt auch ein bisschen was eingenommen. Ich baue die einfach nochmal, falls das Gebäude plötzlich auftaucht. Kann ja auch noch sein, ich glaube es nicht, aber ich will es auch nicht hinterfragen, es ist halt so. So, die laufen ganz gut. Die laufen ganz gut. Das heißt, unsere Nahrungsversorgung sollte jetzt auch ein bisschen besser passen. Soldat drin. Hä, welches Gebäude haben wir denn eingenommen? Hier unten, okay. Da ist absolut nichts mehr drin. Traurig. Eisen haben wir noch gefunden. Na, immerhin. Und Kohle. Na, immerhin. Das sind ja Sachen, die ich nicht gebraucht hätte.
So, eigentlich kann ich hier schon mal was abreißen. Ich brauche die Verbindung da nach oben nicht. Das hier auch nicht. Das hier auch nicht. So. Die hier zwischendrin brauche ich nicht. Die hier brauche ich gleich nicht mehr, sobald das eingenommen ist. So, das ist jetzt das letzte bisschen Stein, das ich hier oben abbaue. Den brauche ich noch. Den brauche ich auch noch kurz. Bis der Gegner besiegt ist. So. Wohin lauft ihr? Ihr lauft hier hoch, gut. Mein Erkunder ist einfach wieder nach Hause gelaufen. Der konnte hier nicht durch. Auch interessant. So, den Holzfäller brauche ich da auch nicht mehr. Lagerhaus und Fischerhütte ist da noch. Da hier oben ist alles leer. Da ist leer gewesen. Da ist Kohle und Eisen gewesen. Sollte ich also jemals auf den Geschmack kommen, da mich auszubreiten. Da oben kann ich es machen. Und da hat es nochmal Kohle. Sehr schön. Granit vielleicht wäre sehr schön. Ich könnte eigentlich nochmal einen General losschicken. Wenn sie schon da sind. Zwei gegen potenziell zwei ist ja fair. Andererseits, Willis, ist es mir vollkommen egal, ob das fair ist. Ich will den besiegt haben und dann mache ich für heute Schluss, denke ich. Da habe ich wenigstens die Hälfte schon mal erreicht. Trotz meiner Steinbredouille. Also das war... Da muss ich nächstes Mal echt drauf achten. Ich packe mal meine... So, der Gelbe ist damit zerstört. Ich packe mal meine... Ländereien auch nochmal voll. Ja, vielleicht kann ich hier ja ein Hafengebäude bauen. Wir sollen ruhig alle Münzen nochmal aufbrauchen. Sieht man da natürlich so viel. So, damit hat der Gelbe wahrscheinlich kein Land mehr. Ich kann da hinten auch noch nichts bauen. Ich würde gerne hier hinten vielleicht noch mal gucken, ob da noch was einfach geht. So, das weiß ich. Dadurch hat sich aber überall die Flagge geändert. Sehr schön. Dann brauche ich zum Beispiel den hier auch nicht mehr. Den brauche ich noch kurz. Den brauche ich noch. Den hier brauche ich nicht. Den brauche ich noch, den brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Schade, der Rest ist leider noch benötigt. Hier ist eine Grenze in der Nähe, sonst würde der hier nicht so drauf reagieren. Aber das wussten wir ja, dass da die Roten dann auf uns warten. Ist die Frage, ob wir hier weiterkommen. Das würde mich freuen. Du bist verbraucht. Geht es hier noch weiter? Vielleicht. Genau, was können wir noch nicht sagen.
bereiten wir uns einfach mal darauf vor, dass wir in die Richtung nochmal expandieren. Denn jetzt 40 muss ich abziehen. 23 Steine habe ich. Wow, gleich so viel. Verrückt. So, der baut zum Glück auch noch ein bisschen Stein ab. Okay, immerhin. Ich beschwere mich nicht über die Menge an Steinen, die ich habe. Das ist besser wie nichts. Kann man echt sagen, ich habe Glück im Unglück gehabt. Da ziehe ich mal eine schnellere Verbindung hoch. So. Und das ist jetzt immerhin mein Militärlager. Ich hätte es natürlich auch hier hinsetzen können irgendwo. Wäre vielleicht sogar besser gewesen. Aber nochmal, ich beklag mich hier nicht, dass das hier der Weg ist für mich. Da müssen wir noch weiter warten. Du bist verbraucht. Natürlich. Wie schaut's denn aus mit meinen Schmelzen? Wir sind gerade aktuell noch ganz gut unterwegs. Wir scheinen ja jetzt auch inzwischen mehr Nahrung zu haben. Das hilft da bestimmt auch nochmal. Hier mal gucken in mein Getreide. Es schrumpft ein bisschen. Kohle entdeckt. Ich wollte Eisen. So, du bist jetzt nicht mehr funktionell. Da ist noch ein bisschen Eisen, das wir mit abbauen können. Hier war, glaube ich, nichts. Und hier ist auch noch Eisen. Wie viele Bergwerke habe ich denn jetzt aktuell? 5 Kohle, 5 Eisen, kein Gold. Hier war noch Gold. Wie viel Gold habe ich denn nach noch? Noch 10 Gold habe ich. Dann brauche ich das Gebäude ziemlich schnell hier oben. Und dann muss ich hier hinten unbedingt nochmal Gold abbauen. Wohin mich auch immer das hier führt. Wehe, dass da hinten dann die sogenannte Hafenstation oder das Hafengebäude dann errichtet werden kann, dann drehe ich durch. Ich gucke auch nochmal geschwind in die Lösung, ob das Hafengebäude wirklich hierher muss, weil hierher. Ich kann es einfach nicht bauen. Es ist nicht zur Verfügung. Es steht nicht da. Bis gleich. So, das schlaue Internet ist nicht schlauer geworden. Anscheinend kann man hier ein Hafengebäude bauen. Ich baue jetzt hier mal einen Bauernhof. Warum? Allein aus dem Grund, um hier ein bisschen zu planieren. Und wenn hier dann planiert ist, reiße ich das wieder ab und versuche dann einen Hafen zu bauen. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Alle sagen, dass von hier aus die Hafenmission startet. Oder im Süden der Gelben, direkt an der Küste. Also es muss ja hier sein und es sieht auch so aus. So wie es bisher immer aussah, es wurde umrundet und ja, da kommen die Roten. Das hier oben ist eine Sackgasse. Habe ich rausgefunden. Und ich weiß, dass wir mit dieser Verbindung dann nochmal auf die Südinsel kommen. Da unten ist irgendwo Gold. Also schön. Und wir können von da, oder hier unten ist die Insel irgendwo. Und wir können von da aus anscheinend auch den roten Gegner bekämpfen. Das ist aber nicht so wichtig anscheinend, weil wir dann uns irgendwie auf
zwei Fronten halt aufteilen würden und dafür halt viele Soldaten brauchen. Verstehe ich, macht Sinn. Du hast keinen Stein mehr, das ist okay. Du hast ausgedient hier oben. Du auch. Das ganze Gebäude hier hat ausgedient. So. Und das Gebäude hat auch ausgedient. Das kann man alles so lassen. Okay. Der hat eigentlich dann auch ausgedient. So. Wieder Soldaten befreit. Und sobald der gebaut ist, müssen wir mal gucken, ob wir den auch abreißen können. Den drüber. Und hier weiß ich nicht, was wir machen. So. Wenn der mit seinem Planieren hier fertig ist, müssen wir das wieder abreißen. Na, warten wir also noch kurz. Vielleicht liegt es wirklich nur daran, dass der hier planieren muss. So. Okay, jetzt kann ich hier noch weniger bauen. Okay. Dann probieren wir es hier nochmal. Wir haben ja nichts zu verlieren, also in dem Sinne ist es mir vollkommen egal. Aber hier müssen wir jetzt nicht planieren. Für eine Festung müssen wir auch nicht planieren. Ja, was machen wir in dem Fall? Müssen wir auch nicht planieren. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Muss man hier planieren, da muss man planieren, okay. Ja, ich bin halt einfach überfragt jetzt. genau. Ist jetzt halt so. Na gut. Dann mache ich einfach für heute Feierabend, denke ich. Das ja, bringt uns eh nichts, scheinbar. Jetzt warten wir noch, bis der hier fertig planiert hat. Vielleicht ist ja dann endlich mal eine Lösung hier gefunden, aber ich glaube es halt echt nicht mehr. Es ist langsam zu viel. So, den reißen wir auch noch ab dann. So, du bist jetzt fertig. Das ist für mich ein Nein. Also scheint nicht so, als könnten wir hier was bauen. Gut, ist halt so. Muss mich nur daran erinnern, dass wir hier drauf achten, wenn ich dann wieder komme. Ach, ich warte jetzt einfach kurz, bis der das nochmal planiert hat. Das tut ja nicht weh. Der Fischer hier unten hatte da nichts mehr übrig. Ne? Alles nicht besser, nur schlechter. Vorhin war hier noch alles voll mit Burgen und jetzt nur noch ein, zwei Baustellen. Also, naja, ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist, von mir aus jetzt da so ranzugehen, aber ich habe nichts zu verlieren. Und das ist ja das Geile. Ich komme hier nicht weiter. Ich komme oben nicht weiter. So, die habe ich auch schon ewig nicht mehr gebraucht. Einen Turm konnte ich ja auch nie bauen, also. Aber hier konnte ich eine Wachhütte bauen. Genau, da war doch was.
Hätte ich das stehen lassen können. Na, warten wir mal kurz. Vielleicht kann ich es ja dann wieder aufbauen. Das ist ja eine schnelle Sache. So, bevor du hier groß was baust. Nee. Also wir haben hier nichts erreicht, außer ein bisschen den Boden hin und her zu schieben. Das ist deprimierend, aber so ist es nun mal. Jetzt warten wir noch kurz, bis das gut ausgebrannt ist. Das ist jetzt die schlechte Ausdrucksweise. Aber wir müssen wohl warten. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.